Hi und herzlich willkommen, hier ist wieder euer Captain Casino. Im heutigen Video spielen wir Chicken Road und das Spiel ist wirklich sehr beliebt geworden in den letzten Wochen, daher dachte ich, wir spielen heute einfach mal ein paar Runden. Wir sind heute auf Mr. Pacho unterwegs, wenn ihr selbst dort spielen wollt, in der Videobeschreibung ist ein Link, da könnt ihr euch bei Mr. Pacho anmelden und bekommt einen Willkommensbonus, um eben auf der Seite zu spielen und einfach die Seite mal auszutesten. Vielen Dank für den Support und bitte immer dran denken, erst ab 18 und nur mit dem Geld spielen, was ihr auch wirklich verlieren könnt. Und damit würde ich sagen, starten wir direkt rein. Einfach mal kurz zur Erklärung, wir haben ein Hühnchen, wir haben verschiedene Felder, Multiplikatoren, wir können die natürlich erhöhen, zum Beispiel indem wir auf Medium, Hard oder Hardcore klicken, aber dementsprechend ist es auch viel, viel schwerer, das Ganze zu gewinnen. Man kann hier einen Einsatz machen von 1 bis 200 Euro und einfach mal zum Zeigen, wir drücken jetzt Play und das Hühnchen wird ein zweiter hüpfen und irgendwo wird es einfach zufällig verbrennen. Das kann beim ersten Feld sein, aber es kann auch beim fünften Feld sein oder so. Und wir bekommen sozusagen immer den Multiplikator auf dem Feld, wir gerade stehen. Das heißt, wir könnten jetzt auscashen für 1 Euro und 2 Cent. Wir können aber auch weitermachen. Sollte das Hühnchen verbrennen, ist sozusagen das gesamte Geld weg. Ich drücke jetzt einfach mal, bis wir verbrennen. Oh, das hier ist eine gute Runde. Wir kommen sehr weit. Normalerweise passiert das auch mal beim ersten. Okay, das hier ist echt gut. Okay, so. Da sind wir verbrannt. Und dementsprechend ist unser Einsatz weg. Ich denke, das Spielprinzip ist relativ simpel, aber das Spiel ist eben sehr beliebt geworden in den letzten Wochen. Und ich würde sagen, wir machen 10 Euro Einsatz und wir spielen mal bei Medium ein paar Runden, bei Hard, bei Easy und bei Hardcore natürlich. Und ich würde sagen, wir versuchen bei Hard und bei Hardcore jeweils 5 Runden, dass wir 10 Mal auf Play drücken. Also dass wir wirklich 10 Mal versuchen, den Multiplikator zu bekommen. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit Easy, hüpfen mal ein paar Felder, gucken, wie weit wir kommen. Drücken wir nochmal und schon cashen wir aus. Haben wir 1 Euro und 10 Cent plus gemacht. Ich drücke einfach nochmal. Natürlich kann man hier auch sehr schnell sehr viel verlieren. Aber es macht eben auch ein bisschen Spaß. Eins machen wir noch. Gehen wir raus. Perfekt. Relativ simpel. Wir gehen mal weiter zum Medium. Da wird es natürlich schon mal ein bisschen interessanter. Weil eben die Multiplikatoren viel, viel schneller steigen. Jetzt sind wir schon bei 14 Euro und wir haben nur 3 Mal gedrückt. Wir können mal versuchen, hier eine Challenge zu machen. Dass wir werden 10 Mal drücken. Egal wie weit wir kommen. Einmal, 2, 3, 4, 5. Okay, hier würde ich jetzt wahrscheinlich schon rausgehen. 6, 7, 8, 9 und 10. Und wir haben es geschafft. Damit bekommen wir 50 Euro, also 49,50 Euro. Haben damit unseren Einsatz fast mal fünffacht. Das war cool. Hätte ich nicht gedacht, dass wir es schaffen. Einfach mal so mal 10. Also 10 Mal auf Hüpfen gedrückt. Sollen wir das Ganze nochmal bei Hard versuchen? Vielleicht schaffen wir es ja auch 10 Mal. 1. Wir haben ja jetzt schon mal ein bisschen was gewonnen. 2. 3. Komm schon, das wäre so cool. 4. 5. Ah, schade bei der 5. Wir versuchen es nochmal. 1. 2. 3. Ja, okay. Hard ist aber natürlich auch schon viel risikoreicher, ne? 1. 2. Okay. Wir sollten vielleicht einfach bei 1 das mitnehmen. Oh, hier sieht man sogar, wo es vorher gekommen wäre. Es wäre bei 2 gekommen. Okay. Warte, ich zeige euch nochmal. Ich will nochmal bis zu 2 kommen. Wenn ich jetzt Cashout mache. Okay, wir haben es vorher nicht mal gesehen. Also wir hätten richtig weit gehen können. 1. Ja, gut, da sind wir beim ersten Mal verbrannt. Das geht eben auch. Dementsprechend, man kann nicht immer nur Gewinn machen. 1 machen wir noch. Machen wir noch 1? Nee, komm, wir nehmen es mit. Okay. Das ist schon verlockend. Wir gehen mal zu Hardcore und wir spielen jetzt hier mal. 5 Mal versuchen wir, 5 Mal auf Hüpfen zu drücken. 1, 2, 3. Scheiße. Wir wollen 5 Mal schaffen. 1, 2. Okay. 1. Okay. 1, 2. Ja, das ist brutal bei Hardcore. 1, 2. Okay, wir kommen nicht über 2 hinaus. Ja. Komm schon. Einmal wollen wir es schaffen. Okay, jetzt mobbt uns das Spiel. Okay, wir haben 2. 3. Schade. Wir machen noch 2 Versuche. Dann gehen wir wieder zu Hard. Noch 1 Versuch. Oh. Wir nehmen das damit. Ich weiß, wir hätten nochmal drücken sollen, aber wir nehmen das damit.
Oh, wir hätten können noch bis zu 34 gehen. Egal, wir haben dadurch aber praktisch Plus jetzt gemacht. Das ist immerhin ganz gut. Hardcore, wie sieht's aus? Wir versuchen hier mal unser Glück mit 5 Mal. 1, 2, 3. Okay, schade. 1, 2. Nope. Ganz schön viele gebratene Hähnchen gibt's hier. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, nehmen wir mit. Boah, wir hätten können noch ein paar Felder hüpfen. Nehmen wir mit. Wie sieht's denn aus? Sollen wir mal auf... Wir gehen mal auf 25 Euro Einsatz. Und gehen mal bei Easy und versuchen 10 Mal. 1, 2, 3. Okay, schade. Wir machen 3 Versuche. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, einen Versuch haben wir noch. 1, 2, 3, 4, komm schon, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Wir hätten wahrscheinlich noch weit gehen können. Ich würde echt gerne mal bei Hardcore versuchen, irgendwie bis zu 9 zu kommen. Mit einem hohen Betrag. Aber selbst das ist halt schon gut. Bei 25 Euro Einsatz, 40 mitnehmen, wir haben 15 Euro plus gemacht. Nee, machen wir. Ja, okay. Jetzt verbrennen wir wahrscheinlich mehrfach beim ersten. Okay. Oder eben beim zweiten. Komm schon. Wir wollen einmal bis zum dritten wenigstens kommen. Einmal machen wir noch. Schade. Ich hätte gesagt, wir machen nochmal einmal bei Hart und dann denke ich mal, war das ein ganz gutes, ganz guter Einblick in Chicken Road, was das Spiel so zu bieten hat, aber eben auch die tückischen Seiten des Spiels. Schade. Okay. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wenn ihr selbst auf Mr. Putt zu spielen wollt, in der Videobeschreibung ist ein Link. Wenn ihr euch mit dem Link anmeldet, bekommt ihr einen Willkommensbonus bei der ersten Anmeldung und könnt eben einfach mal die Seite ein bisschen austesten. Von daher vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Captain Casino.